Ja, ich bin's, euer Fafnir. Ich habe ja jetzt hier abgespeichert. Es wirkt jetzt so, wenn ihr die vorige Folge gesehen habt, als ob ich direkt weitergemacht habe. Aber dazwischen ist schon eine Menge Wasser den Berg runtergeflossen. Ach, das lag einfach daran, dass mein lieber Saragon und mein lieber Traumjäger mich verhindert haben. Mit diversen anderen Projekten. Und heute ist wieder so ein chilliger Tag, wo ich sag, ich mache ein neues Let's Play für euch namens Dead Space. Ach. Mach die Tür auf. Wieso machst du die Tür nicht auf? Bist du doof? Geht doch. Was gibt's denn hier? Ja, willkommen zum Lab. Laden nicht vergessen. So, ja, Licht ist wieder aus. Das haben wir ja schon so als Standard. Ja, wenn ihr meint. Du Behinderter. Blitz. Warte mal, war ich nicht hier schon? Ich glaube, hier war ich schon. Also wirklich. Nee. Wie? Ich muss hier nochmal rein? Sind die Räume identisch? Ey, Moment, jetzt fühle ich mich so leicht verarscht. Hier war ich doch. Moment. Kann doch nicht sein. Ach. Ja, jetzt bin ich selber gerade ein bisschen verwirrt. Kann doch nicht sein, Junge. Er macht die Ports auf. Da bin ich. Er habt ihr wirklich jetzt hier das identisch gemacht von den Räumen? Ja, jetzt kommt der Blitz, ne? Doch nicht. Gehen wir erstmal in die Werkbank. Vielleicht kann ich ja was Cooles hier basteln. Ich habe einen Knotenpunkt. Ah, ich darf mich nicht hier von diesem Mauszeiger irritieren lassen. Trefferpunkte will ich eigentlich erhöhen. Achso, habe ich schon bereits. Okay. Natürlich. Ach ja, ich weiß wieder, wie das hier geht. Ich muss das... Ich glaube, ich war sogar hier schon mal... Ja, ich Idiot. Ich war ja schon hier drin. Da merkt ihr ja schon, dass ich wirklich länger nicht mehr gespielt habe. Ich muss nämlich das hier... hier rein tun. Okay, aber nicht fallen lassen. Wie jetzt? Willst du nicht? Geht doch.
Jetzt kann ich bestimmt den Aufzug hier benutzen. Noch bin ich ruhig. Noch bin ich ruhig. Noch. Ah, ja. Dich nehme ich jetzt mal als Brücke. Scheiße! Scheiße! Mann! Leck mich doch, du dummer Sack, ey! Verdammt, ey! Verdammte Scheiße, Mann! Was ist das? Okay, ich glaube, ich bin das erste Mal tot. Nein, 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 ich kann noch. Oh, ich bin das erste Mal gestorben. Okay, ich weiß, man kann hier auch sterben. Verdammte Scheiße. Es ist nervig, ich kann nicht schießen. Und dieser scheiß Mauszeiger irritiert beim Zielen, ey. Deine Mutter werde ich auch noch ficken, du dummer... Oh. Also vom letzten Speicherpunkt. Ach, leck mich, ey. Was hab ich hier für eine Scheiße gebaut? Jetzt erschrecke ich mich nicht. Da habe ich ja richtig Kacke gebaut. Oh, gib mir das auf die Eier. Ach Mann, ey. Die machen es ja auch eigentlich so ein bisschen unnötig kompliziert, ne? So, rein mit dem Scheiß. Bist du behindert? Hast du einfach keinen Bock, oder? Komm! Ey, ist das euer Ernst? Wegen so einer Scheiße kann ich das ganze Video direkt wieder löschen, ey. Komm, geh da rein. Ach, meine Fresse, ey. Ach, auf einmal. Dummer Bock, ey. Ach, geh mir doch einfach nicht auf die Eier. Ja, also im Nahkampf kann man nicht, ja. Was denn? So, erstmal gucken, wo diese scheiß Lüftungsschächte sind. Vielleicht sollte ich es damit machen. Warum geht der nicht kaputt, der Hurensohn? Bist du kaputt? Wo ist der andere? Der kommt wahrscheinlich da.
Wow. Wo ist dieses Missgeburtenvieh? Da wusste ich's doch! Meine Fresse, ey! Ich habe Angst, ohne Witz. Diese ganze Scheißmusik geht mir so auf den Sack, ey. Stase? Angst speichern. Definitives Angst speichern. Kann ich das auch bewegen, während ich hier drauf bin? Nein? Ach ja, der kann ja gar nicht hüpfen. Oh Mann. Hätte ich auch einfacher haben können, ne? Oh, ein Speicherpunkt. Das ist doch schon mal sauber. Ne. Diese Runde. War nicht meine Glanzleistung. Auf jeden Fall weiß ich schon mal, dass man hier sterben kann. Warum sollte man hier auch nicht sterben? Ich denke mal, ich muss auf jeden Fall hier durch. Ja. Aber ich brauche jetzt hier irgendetwas. Okay. Und ich höre schon wieder komische Geräusche. Ja, das war die erste Runde meines supergeilen Versagen. Wir haben festgestellt, man kann auch in diesem Spiel sterben, wenn man einfach ein Vollidiot ist. Ich hoffe, euch hat das wenigstens etwas Spaß gemacht. Und ihr seid wieder dabei bei der nächsten Folge. Also bis dahin, ne? Ciao, ciao.